Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So, dann haben wir einiges vor heute natürlich. Und wenn hier gerade Wasser dran ist, können wir uns überlegen, ob wir das hier auch eventuell stauen. Zumindest, dass wir unsere Farm hier rüber verlagern können. Beziehungsweise länger hier auch farmen. Ich würde gern einen Weg hinlegen. Machen wir das doch einfach so irgendwie. Geht zwar hier ein bisschen was drauf vom Feld, aber eventuell kann man da doch ein bisschen mehr Möhren anpflanzen, damit man wirklich die Farm hier abreißen kann. Gut, Lager sind ziemlich voll. Wir haben 10 erwachsene Biber und 4 Nachkommen. Ist das nicht schön? Und wir fluten das hier regelmäßig. Das ist nicht gut. Da wollte ich doch die zweite Ding hinmachen. Jetzt wäre die Frage, warum kommt denn da auf einmal so viel? Ich meine, wir könnten es noch ein bisschen... Nein, 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 nein. Nur das eine hier. Dann kommt bei uns ein bisschen weniger Wasser an. Das wäre die Hoffnung. Damit es hier eben ein bisschen zurückgeht. Ja, ja, der erste Schwall kommt auf jeden Fall mit. Ein Teil wird ja jetzt umgeläutet. Ich denke, das hat es erstmal behoben, bis es das eben nicht mehr hat. Na, darauf reagieren wir dann entsprechend. So, Wasser sieht nicht gut aus. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt mal füllen. Zahnräder. Also wir können gerade keine Zahnräder irgendwo anders hin transportieren. Deswegen ist das Lager immer noch voll. Was braucht man denn hier für das großes Lagerhaus? Kapazität 1200. Och, ich würde sagen, das erforschen wir. Das braucht aber 80 Planken. Ja gut, dann bleiben Zahnräder eben hier drin. Hilft ja alles nichts. Und dann Plankenfritze macht Planken. Das ist sehr gut. Eine willige Arbeitskraft. Die darf gleich mal an die Pumpe. Achso. Play-Button nicht vergessen. Also ich würde sagen, das hier hat Wunder bewirkt. Jetzt ist es wieder auf einem richtigen Level. So habe ich mir das vorgestellt. So, Treppe wird gebaut. Dann einmal, so leid es mir tut, Ressourcen abbauen. Ja, ja, Ressourcen markieren. Weg mit euch. Kann ich jetzt einfach einen Weg drüberlegen? Wahrscheinlich nicht. Ah, die Biber sind ja emsig dabei, hier alles wieder zu zerstören. Boah. Und Weg. Und schaut mal, wie groß die Farm jetzt theoretisch machbar ist. Keine Sammlerfahne natürlich, sondern auch hier Möhren. Ah, ich wünschte, die Zonenansicht wäre da. Okay. Hier, wo das Eck beginnt. Ja. So, Eck beginnt da. Ich glaube, bis hier ging's. Müssten wir mal schauen. Nein, die drei sind nicht mehr drin. Abbrechen. Abriss, Abriss. So, und da oben können wir natürlich auch noch hinbauen. Das Problem ist, das wird halt, sobald eine Dürre kommt, nicht mehr bewässert. Ausreichend. Bevor wir hier eben... Ja, da kommt noch eine Dürre. Zum Glück kein Faulwasser. Aber deswegen wird es eben nur bei Wasserfluss hier irgendwie Sinn machen. Wir können versuchen, hier das aufzuhalten. Wenn wir da einfach erstmal einen Damm hinsetzen. Muss ja nicht schön sein. Vielleicht ein bisschen schöner als das. So. Ich hoffe, das wäre genug. Da können sie dann auch drüber laufen. Ob sie hier ankommen und überhaupt was machen können, das sehen wir gleich. Achso, geht hier kein Weg jetzt durch. Das war natürlich wieder eine meiner weniger klugen Erfindungen hier, den Weg nicht weiterzumachen. So bringt das auch nichts. Müssen wir mal schauen, wo wir den am geschicktesten... Ja, theoretisch können wir hier begradigen, aber das sieht ja mit dem Damm auch ein bisschen blöd aus, mit dem Deich. Aber theoretisch machbar. Da braucht man so viel. Dann machen wir doch als erstes hier anstatt
Ah, kann ich direkt machen. Boah. Um die Ecken rum. Was eigentlich dämlich ist, ist ja das fruchtbarste Gebiet. Das sollte ich hinten abreißen. Naja, aber wir brauchen die Verbindung auch. Und so weit darf die ja nicht entfernt sein. Obwohl zum Bauen reicht's. Na gut. Dann sollen sie das mal machen. Braucht jede Menge Rohholz. Haben wir inzwischen einen zweiten Baumfritzen? Ich glaube nicht. Das müssen wir aber ändern. Ich würde sagen, wo macht man den hin? Sieht eigentlich viel zu schön aus, um hier abzureißen. Hier vielleicht. Da finden wir ihn eventuell sogar wieder. Für den Abriss markieren. So. Muss sich jetzt nur noch jemand bereit erklären, das tatsächlich zu tun. Und dann haben wir kein Problem. Ich weiß, wir haben ja extra die Schleuse gemacht, dass hier mal das Mistwasser abfließt. Und jetzt will ich das gute Wasser hier halten. Da halten. Na, da wird schon Zeug hingeliefert. Das ist wunderbar. Ich würde auch sagen, die Farm können wir jetzt komplett mal... Na, warte mal bis zur nächsten Dürre, bevor wir die ersetzen. Aber oh je, Wasserpumpen müssen wir auf jeden Fall. Da einmal Forschung anhalten. 0,5 Tage bis Dürre. Dann sollten sie die Wasservorräte voll machen, weil alles danach... da kommt ja kein Wasser nach. Das heißt, wenn ja, wir können zwar in 10 Tagen wahrscheinlich noch pumpen, aber dann verbraucht man ja extra Wasser. Das eben in dem Moment nicht mehr nachkommt. Macht soweit Sinn, oder? Zwei arbeitslose Biber. Hohe Priorität des Abreißens. Bitte. Macht doch was. Kommt ihr da überhaupt rüber? Ja. Und Dürre hat begonnen. Okay. Jetzt haben wir hier nichts angestaut. Müssen wir aber auch nicht unbedingt. Und hier, das wird halt relativ bald wegfließen. Schade für uns. Schade für die Farm, aber dann sehen wir auch mal, wie sich das verhält. Und beim nächsten Mal können wir es einfach anstauen. Ich glaube, die Farmfläche ist jetzt ausreichend genug. So, schön Wasserpumpen, Jungs. So, gute Karotten sind da drin. Wir haben jetzt inzwischen die 80 Planken, das ist wunderbar. Dann können wir wirklich mal ein großes Lagerhaus irgendwo hinmachen, wo es denn Sinn macht. Theoretisch da, praktisch noch, obwohl, wenn man da unten... Ich kann ja hier mit E erstmal nichts anfangen, bis wir das abspringen können. Wenn das unser Gemüselager wird, warum nicht? Dann müssen wir eben entsprechend erstmal so ein Dammelement oder ein Brückenelement. Das kostet 12 Rohholz, Brückenelement, 2 und 4 Planken, also... Wird billiger sein. Ne? Kann man dich auch platzieren. Sehr gut. Und dann überall Treppen hoch. Jetzt noch schauen, ob das überhaupt passt zum Eingang von dem Teil. Ja. Würd sagen, das ist halbwegs ideal. Mal schauen, ob sie das hinbekommen. So ohne weiteres. So. Hier ist die Frage, kann ich schon mal Ressourcen abreißen lassen? Zumindest die, die noch nicht gewachsen sind. Weil irgendwann müssen wir den Cut hier machen. Abreißen, abreißen, abreißen. So, keine Sonnenblumen erstmal mehr. Abreißen. Das lassen wir noch alles, weil ich mir nicht sicher bin. Und die lassen wir auch erst abernten, bevor wir die abreißen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch welche, die das betreiben können. Zumindest mal einer, dass der da pflanzt. Wir können auch hier einen wegnehmen. Steck mal zwei dahin. Das eine sollte er ja schaffen. Hey, der erste Damm. Und wie wir sehen, verlieren wir Wasser. Und 26 Tage geht die Dürre. Ich hoffe, wir sind vorbereitet. Ich hoffe, ich habe jetzt mit der Biberanzahl nichts Dämliches gemacht.
In puncto, ja, die Nahrung brauchen wir eh nicht. Ja, wir können ja ne, können ja auch zur Not wieder hier anpflanzen. Aber der zweite Holzfällerposten kann errichtet werden. So, schön versteckt. Aber muss hier irgendwie gehen. Na gut. Können wir eigentlich auch einen Zahnräder machen lassen. Wir haben im Moment genug Arbeitskräfte. Theoretisch können wir dann auch hier einen neuen Distrikt gleich eröffnen. Muss erstmal schauen, ob das hier klappt. Der soll halt jetzt nicht auf verdörrtem Boden irgendwas versuchen anzupflanzen. Macht er, glaub nicht. So klug ist das Spiel. Das ist aber schön. Deutlich klüger als ich. So, ihr liefert hier noch nichts hin. Ich glaube, ihr seid voll und ganz beschäftigt, uns nächstes Mal den Hintern zu retten. So. Ihr sollt ja nicht nur diagonal bauen, ihr sollt ja auch die drei... Müssen wir trotzdem Pfade drüber legen, damit sie es machen. Höchstwahrscheinlich. So. Aber ich hätte tatsächlich ganz gern das Lagerhaus. Müssen wir mal sagen, dass das ein bisschen dringender ist hier. So, und dann, wo war das Lager? Ja. Schön am höchsten Punkt, dass die Karotten auch schön verdorren. In der Hitze- und Dürre-Saison. Nee, die werden ja bestimmt nicht schlecht. So, der hat auch Arbeit. Wir haben noch zwei, die arbeiten können und wahrscheinlich welche, die Häuser brauchen. Zumindest fehlen uns zwei Betten. Na, dafür haben wir das hier irgendwie abgebaut und die Karotten will ich halt alle umziehen, damit hier wirklich Häuser und Innenstadt entstehen kann. Oh, Forschung kann man wieder einschalten. Ist es schön, so viele Biber zu haben. Die haben sich dran gehalten, haben mal ordentlich gebumscht. Jetzt haben wir genügend Nachschub. Und es funktioniert ja, wenn man sagt, man will das jetzt unbedingt haben. Warte auf Materialien. Könnt ihr das bauen? Zählt das als Zugang oder muss ich hier davor ein Wegsegment haben? Boah, das wird teuer, das rauszufinden. Kann man das vielleicht noch ein bisschen anders positionieren? Bevor man da wirklich irgendwie... Scheiße. Ja, da müssen wir hier ein Ding hinbauen. Das kriegt man aber auch noch hin. Ist eigentlich egal, kann auch so ein Brückenteil sein. Aber pronto. Kommt ihr da überhaupt hin? Ja, von da. Müsste im Rahmen des Möglichen sein. Wer weiß das schon so genau, was bei diesen Bibern abgeht. So, zwei, die noch arbeitswillig sind. Ja, dann können die das eigentlich hier schön abreißen. Gleich reißen die das tatsächlich auch nur ab, wenn wir Lagerkapazität dafür haben. Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, hier ist zumindest ein bisschen was ordentlich noch bewässert. Das ist gar nicht so schlecht. Und da oben können wir jetzt unser Lagerhaus bauen. Ein bisschen sicherer. So. Nur falls es irgendwie nicht klappen sollte, jetzt können wir es sogar von zwei Seiten erreichen. Wenn es den Bibern eine Freude macht. So, da kommen definitiv Karotten rein. Definitiv. So, das braucht 80 Bretter. Wir haben 90. Dann mal... ran an den Feind, weil Nahrung ist so das größte Problem. Achso, wir haben noch drei Leute, die fleißig pumpen. Glaub, da reicht jetzt erstmal wieder einer. Obwohl, wir haben echt viele Biber. Also so langsam haben wir zu viele Biber. Müssen wir echt mal ein Distrikt. Also, Distrikt würde ich auftrennen erstmal hier.
Gut. Dann sollte nichts mehr verbunden sein, die haben hier eh nichts zu tun. Ein neues Distrikt. Wer? Kann ich mehr reden? Ein neues Distriktzentrum. Sieht doch gut aus. Da soll's hin. Dann brauchen wir irgendwas. Bevölkerung migrieren. Wie macht man denn so ein Tor? Schlepperposten. Distrikt Knotenpunkt. Ich will keine Gütermenge. Was ist das denn? Ich kann ja nicht einfach jetzt sagen, hier macht einen Weg. Müssen doch ein Distrikt Knotenpunkt getrennt sein. Das heißt, ich muss das tatsächlich jetzt erforschen? Ja, anscheinend. Da fehlt aber noch ein bisschen Hirnschmalz. Aber zum Glück nicht allzu viel. Gleicht Gütermengen zwischen Distrikten aus. Jede Seite des Knotenpunkts hat eigene Arbeiter, die dafür sorgen, dass sie Waren zwischen dem... Ja, aber ich will es ja nicht direkt ausgleichen. Früher konnte man entscheiden, was transportiert wird und was nicht. Ja, aber so viel Forschung braucht man nicht mehr, das haben wir jetzt demnächst. So, emsig wie die Biber. Das gefällt mir, das Sprichwort. Ich sag das, glaube ich, auch in jeder Episode mindestens einmal. Dafür entschuldige ich mich. So, hier können wir aber direkt zum Abreißen markieren, Abreißen markieren, Abreißen markieren, bevor jemand auf die Idee kommt, wieder was hinzubauen. Ja. So, Stück für Stück reißen wir das jetzt ab. Das sind nur noch abbauen, beziehungsweise ernten, was zu ernten ist. Und dann gewinnen wir endlich Wohnraum. Können ja nicht alles für Felder verschwenden. So, dann können wir hier zumindest schon mal planen, was wollen wir haben. Auf jeden Fall ein bisschen fürs Wohlbefinden brauchen die so ein Lagerfeuerplatz. Wird noch hier hinpassen. Schön am Stadtzentrum, Distriktzentrum, finde ich immer sehr sympathisch. Dann weiß ich nicht, was wir hier machen. Vielleicht ist das jetzt auch nicht richtig gezogen. Na, hier können wir ja schon mal ein bisschen mehr schauen, dass sie hier Spaß haben. Dachterrasse braucht man nicht, beziehungsweise da braucht man Häuser für. Haben sie nichts anderes, was sie gerade begehren, außer so einen Zahnschleifstein. Mittlerer Tank. Wo setzt man die Tanks am besten hin? In Ufernähe, hätte ich jetzt mal gesagt. Wohl in Ufernähe ist eher wichtig, dass wir die Pumpen haben. Ah, dazu muss man das hier auch mal noch ein bisschen entweder vertiefen oder durch sehr teure Aktionen können wir es hier ja um eins noch anstauen, dass wir praktisch schon eine höher gelegene Deichmauer haben. Wird mir theoretisch gefallen. Müssen wir mal schauen, was wir dafür machen müssen. So, ein Punkt. Ah, gerade umgeschalten. Sehr gut. Wird auch Zeit. Also, Distriktverwaltung. Muss echt mal schauen. Mein Popfilter vom Mikrofon verdeckt mir gerade die Sicht auf die UI. Zumindest ein bisschen. Der ist ja nur praktisch aus, ich nenn's mal Maschendraht. Also, man kann noch leicht durchsehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Fliegengitter. So, ich nehme mal an, das ist ein Distriktknotenpunkt. Die waren früher doch so einzelne Tore nur. Ist egal. Sachen ändern sich und meistens sind die Änderungen ja auch sinnvoll. Nicht Bauschutt löschen, Gebäude abreißen, ja auf jeden Fall. So, dann macht es wahrscheinlich sogar Sinn, dass wir den erstmal hier oben hinsetzen. Da können wir... Nein, kein Zentrum. Da können wir eh nicht viel machen. Find, da sieht er dämlich aus. Ah, ich dachte, ich könnte jetzt auch nur eine Seite löschen. Wo sieht er denn nicht dämlich aus? Ich würde sagen, da. Da haben wir schön die Begrenzung. Und von hinten sehen wir das nicht so oft. Und das passt perfekt hier mit dem rechten Winkel. Auch nicht das Schlechteste. So, Bretter und Rohholz in nicht geringen Mengen. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall noch zwei, die Wasser pumpen. Wasser leert sich. Scheiße. Brauchen keinen mehr, der Wasser pumpt. Aber Wasser leert sich trotzdem.
Ich würde sagen, wir haben nicht unbedingt eine Notsituation, aber wir können bessere Situationen haben. Dann machen wir doch mal diesen Pfad weg, noch eine Treppe hin, sagen, dass wir die ganz gern hätten. Hey, wir haben das Lager fertig, wann ist das passiert? Während ich so viel rumgelabert habe, das ist aber schön. So, dann machen wir hier noch ganz schnell Wasserpumpe. Noch eine Wasserpumpe ist ja relativ billig. Ich weiß, es wird nachher wieder geflutet, aber bei jetzt 24 Bibern weiß ich ja auch nicht. Also hier Lager würde ich gern leeren. Auch leeren. Auch leeren. Nicht abreißen. Leeren, auf jeden Fall. Wir wollen ja hier schöne Häuser bauen. So, Ressourcen für einen Abriss markieren auf jeden Fall. Die da, die da, die da. Und hier ein paar, da ein paar, überall ein paar. Ja, so langsam läuft's doch. So, Karottenlager 25 von 1200. Das heißt, die 600 kriegt man auf jeden Fall noch unter. Und jetzt ist es ausgetrocknet. Ja, das war... Das war eigentlich zu erwarten. Hey, die machen hier ja auch schön weiter, aber ich glaube, die brauchen jetzt Pfade. Sonst machen die hier gar nichts mehr. Oh, ich kann Pfade sogar jetzt schon planen. Na super. Dann muss ich das nicht so arg micromanagen. Das beliefern sie noch nicht, das ist schade. Das beliefern sie natürlich auch noch nicht. Das ist verständlich, würde ich sagen. So, wir haben noch 8 Arbeitskräfte, die arbeiten wollen. Was hat der denn für ein Problem? Der ist verletzt. Oh nein. Wie können wir die denn heilen? Dusche. Dusche hilft nicht. Krankenbett. 80 Forschung braucht man dafür. Theoretisch können wir einen anderen Forscher noch machen. Ich meine, warum nicht? Wir haben gerade sehr viele Arbeitskräfte. Das beunruhigt mich ein bisschen. Jetzt könnten mal wieder ein paar in Faulwasser schwimmen. Weil die saufen mir hier alles weg an. Okay, bevor es austrocknet, müssen wir das hier tatsächlich auch priorisieren. Hilft ja nichts, wenn unser 16,9 Tage noch Dürre. Wir brauchen dringend noch so ein Fass, aber dann kommen wir durch. Beziehungsweise wir müssen 3 davon haben. Bei der Bibermenge und die kleinen können wir entsprechend abreißen. Ja, das wird schon... Oh, mir gefällt das Lager. Schaut euch das an. So nicht so. Die ganzen schönen Karottenkisten. So. Dann können wir hier tatsächlich auch wieder abreißen. Das ist fertig, das ist fertig. Ist alles fertig. Boah, markieren wir mal das für einen Abriss. Dann tragen wir das vielleicht weg. Auf jeden Fall wollen wir das abreißen. Was ist hier drin? Rohholz erstmal abreißen. Da haben wir ja noch ein Lager für. Wo auch immer. Ich dachte, hier wären Bretter. Wo ist denn das Rohholzlager? Ich dachte, das wäre das, aber da ist ja auch nichts drin. Ah, da ist eins. Und sagt nichts. Unfassbar. Ein großes Fass bitte. Auch bei Lager, also mittleres Fass. Hier könnte man theoretisch 2 hinmachen. Es wird sogar relativ gut dahin passen erstmal. Behaupte ich jetzt einfach. Mir gefällt's da. So. Ja, ist jetzt mit dem Weg ein bisschen blöd, aber wir können das da unten abreißen. Mit der Kante müssen wir uns was überlegen. Nicht durch den Pfad... Also, ja, gut. Jetzt wieder. Das war anscheinend der wichtige Knotenpunkt da. Ja, gut. Das müssen wir eigentlich schon so lassen hier. Und dann nur die entsprechenden Stellen nach oben. Ich finde das... Das ist noch im Rahmen, das was gut aussieht. Ja,
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das furchtbar ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es perfekt ist. Irgendwo dazwischen. So, das braucht Zahnräder und auch Bretter. Und das soll dann hoffentlich bei der nächsten Dürre gefüllt werden. Dann bräuchte man eigentlich von hier noch eine Verbindung. Müsste man mal schauen, wenn... Je nach Haussituation natürlich. Zahnräder kommen da rein. Haben wir schon 26 Stück. Das freut mich allerdings. Nahrung ist noch in Ordnung. Das hier wird immer noch nicht gebaut. 23 Biber. 8 davon durch technischen K.O. Nee, 8 einfach durch nicht arbeitsfähig. Schade eigentlich. Gibt doch so viel zu tun gerade. Das Gebäude benötigt Arbeiter. Welches Gebäude? Ja, ich weiß das. Aber ich kann sie noch... Kann ich migrieren schon? Distrikt 1, Distrikt 1. Erstmal umbenennen. Wir haben das so oft, wir können das nachher auch in Stadtteile irgendwann, wenn ich mir gute überlegt habe. Biber Putzelmann. Wäre zumindest eingängig. Nee, das muss man irgendwie... Breitschwanz oder so nennen. Also Breitschwanz. Sind ja im Biber-Slang. Bevölkerung migrieren. Plus, plus. Minimum, Maximum. Automatische Migration. Was wollt ihr von mir? Ja? Nein? Minimum von kleinen Korin nicht. Okay. Bevölkerung migrieren. Da oben. Glaube ich. Verstehe die UI im Moment noch nicht. So, wir haben hier Distrikt 1 und hier haben wir dann Breitschwanz. 1-1. 4 können wir migrieren, okay. Hat das jetzt was gebracht? Anscheinend. Wie viel Leben in dem... Sehe ich das irgendwo? So, wenn wir den schon Breitschwanz genommen haben, wie nennen wir den? Insgesamt heißt der Safe Game ja Fahnenweh. Dann nenne ich das wahrscheinlich auch einfach Fahnenweh. Wenn die Fähne wehtun. So, wird das Hauptstadtzentrum und hier Vorort. Sehr komischer Vorort. So, ihr braucht, habt ihr Nahrung? Habt ihr irgendwas? Werdet ihr jetzt einfach sterben? Okay, hier haben wir vier Arbeiter. Das sehen wir hier oben. 2 sind arbeitslos. Das ist aber schlecht. Dem können wir doch einen Holzfällerjob geben. Dann können sie hier zumindest ein bisschen was Sinnvolles machen. Ist mir eigentlich egal, wo sie das machen. Setzt mal es dahin. Dann können sie ein bisschen was abbauen. Bäume. Okay, ist eh alles zum Bäumefällen markiert. So, die haben keine Nahrung. Das ist ziemlich schlecht in meiner Meinung nach. Und die haben kein Wasser. Das ist meiner Meinung nach auch eher suboptimal. So lange wird es nicht dauern, bis die richtig, richtig unzufrieden sind. Ja, das Lagerfeuer hätte jetzt nicht die größte Priorität. Das da oben. Arbeitsplatz 4 Arbeiter braucht das da oben. Ja, bringt ja nichts. Die können wir euch zurück migrieren. Bestimmt. Breitschwanz. Unendlich viel. Nee, kein Minimum. Alle rüber mit euch. Kann ich schon wieder Biber riskieren. So. Aber bitte das hier auch ganz dringend bauen. Hey! Die sind fast fertig. 2 Stück noch. Oh, das kostet so viel Rohholz. Ich glaub's ja nicht. Also Nahrung ist noch gut. Wasser pumpen wir zum Glück nach, sonst wäre das nicht so gut. So, das können wir abreißen. Und hier können wir die Ressourcen jetzt entfernen. Ressourcen entfernen. Ja, und abreißen. Braucht man nicht mehr.
So. Dann schauen wir mal. Den Kollegen will ich eigentlich auch nicht umsiedeln, aber hier mal dann raus haben. Förster. Mittleres Lagerhaus. Ich finde, das kann erstmal da bleiben. Da oben fällt mir im Moment eh nichts Gutes ein, was man mit dem Platz machen können. Und wir können nicht nur solche Riesenbrocken machen. So, das wird noch nicht gebaut. Das finde ich schade. Aber ich habe ja so viele Bauprojekte, die priorisiert wurden. Irgendwas müssen sie ja vernachlässigen. So, wir haben dann hier eigentlich Priorität angegeben. Arbeiter 4, Bretter. Ach, wird beliefert. Ja, Bretter sinken, Zahnräder steigen. Das macht irgendwie Sinn, weil aus den Brettern macht man direkt wieder Zahnräder. Das heißt, es sollte, obwohl, sollte ein 1:1 Verhältnis sein. Ja, der rechte Typ wird einfach mehr arbeiten können, weil der ein bisschen besseren Stromproduzenten hat. So, was braucht man denn noch? Was können wir hier einlagern? Ja, Nahrung brauche ich jetzt nicht. Roboterköpfe, Sprengstoff, Kiefernharz, im Lagerhaus. Das muss nicht sein. Kann man echt nur ein bisschen Nahrung hier? Oder Intermediate-Zutaten, Kastanien, Rohrkolbenwurzeln, interessant. Okay, Zahnräder gehen auf jeden Fall. Robotergliedmaßen, Gehäuse. Ich würde sagen, dann macht man eins Papier rein. Hilft hier nichts. Haben zwar noch kein Papier, aber die Hoffnung wäre, dass sich das ändert. Wir haben doch hier ganz viel Rohholz. Und hier haben wir ein Lager noch für Rohholz. Also waltet eures Amtes. Noch 10 Tage Dürre. Und danach können wir mal schauen, dass wir wirklich den Distrikt zum Laufen kriegen. Die brauchen Wasser, die brauchen Nahrung. Hier wäre ein ganz guter Platz für eine Farm, muss ich sagen. Den Kollegen will ich abreißen. Dann könnte erstmal das Farmgebäude hier hin. Nicht die Karotte, das Farmgebäude. Wo hat sich das... Ah, bei Nahrung. Hier irgendwie, ja, ist alles scheiße. So wird zumindest ein symmetrischer Schuh draus. Wenn wir dann hier anbauen, können wir jetzt gleich, sehen wir ja, wo Karotten Sinn machen. Können auch mal was anderes anbauen als Karotten. Ah, das wird noch früh genug passieren. So. Und dann wahrscheinlich hier, dann können wir das zumindest, ich weiß, es hat jetzt im Moment, hätte es keinen Zweck, weil es ausgetrocknet ist, aber so haben wir dann wenigstens eine kleine Farm. Muss ja nicht so groß werden wie der Überdistrikt hier. So, ja, großer Stapel Rohholz. Da wäre auch einer. Seid ihr alle verletzt? Oder habt ihr Farm wie nie? Ihr seid verletzt. Warum? Was macht ihr denn? Krankenbett für 80. Ja. Ja, wo macht man das am besten hin? Irgendwo, wo ich es nicht gleich wieder abreißen muss. Vielleicht hier schön am Fluss. Können sich mal 3 erholen, warum nicht? Wenn es für die denn notwendig ist. So, wie läuft es eigentlich mit dem Transport? Schleppend. Ist eine schleppende Aufgabe, ich weiß, aber trotzdem ein bisschen mehr Tempo. Bisschen mehr Tempo wäre schön. Ich meine nicht das Taschentuch. So, ein Glück pumpten die Nase, sonst wäre man mit dem Wasser höchstwahrscheinlich nicht ausgekommen. Nahrung sinkt im Moment, aber wir können noch einen anderen Biber zuweisen. Vielleicht geht es dann wieder einen Tick besser. Ich habe wieder einen Mauskringel und einen schnarchenden Biber gehört. So. Dann können wir uns wirklich überlegen, ob wir hier Deichmauern irgendwie dann... Deichmauern. Hier, das wird zwar einiges kosten, aber so können wir ein quasi künstliches Flussbett machen und das finde ich immer
relativ cool. Also nicht durchgehend, aber stellenweise. Dass man einfach der Landschaft zeigt, dass man selbst der Boss ist. So ungefähr sieht es aus. Und dann hat man entsprechend auch eine Wasserstufe mehr. Das muss man aber relativ dann doch in dem Bereich, wo es sinnvoll ist, durchgehend machen. Also im Stadtbezirk. So, dass es dann nirgends unnötig rüberläuft. Aber das kriegt man eigentlich hin. So. Dann. Passiert da überhaupt was? Nee, oder? Und warum nicht? Ich hab doch 7 Leute, die meinen, sie sind nicht beschäftigt. Wir können. Oh, minus 17. Keine Ahnung, vielleicht weil der krank ist. Ah, wäre ich auch nicht gut gelaunt. Ja, was machen die denn gerade das? Hab doch eigentlich so viel und wieso reißen sie das nicht ab? Wieder Fragen über Fragen. Okay. Das hat wahrscheinlich auch hohe Priorität gehabt. Ist jetzt gebaut für die nächste Dürre. Hält das zumindest ein paar Tage länger. Uns hier schön das Gemüse trocken. Feucht natürlich. So, jetzt bauen sie das. Ach, ist ja fantastisch. Und nur noch 7 Tage Dürre. Das ist auch fantastisch. So langsam wird's. So die Häuser, je nachdem, ob sie das mal irgendwann abreißen wollen. Macht das mal jemand? Ich kann ja sagen, es eilt. Hoffentlich auch für die. Zahnräder brauchen wir insgesamt erstmal 40. Na gut, können wir eigentlich weiter produzieren lassen. Holz brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, habe ich den Eindruck. Aber... je, jetzt ist trocken. In 15,6 Tagen geht das ein, das ist in Ordnung. Die sollten ja eh abgeholzt werden. 14,4 für die Kleinen. Das ist in Ordnung. Wasser kommt ja gleich nach. Dann wird der Counter hoffentlich zurückgesetzt. Oh, 6,5 Tage Dürre noch. Großer Wassereimer ist da. Gefällt mir eigentlich. Das haben wir ganz gut gemacht. Ah, die Sachen haben sie abgerissen. Dann hilft die hohe Priorität. Kann ich das nicht auch hier machen? Doch, sehr hoch. Ach, ist das nicht schön. Was man nach all den Stunden jetzt wieder entdeckt. So, Faulwasser wollen wir auf keinen Fall mehr reinlassen, obwohl wir das extra gedeicht haben. Ja. Die brauchen dann auch irgendwoher Wasser. Wahrscheinlich macht es Sinn, dann da 1-2 Pümpchen zu machen. Aber erst sobald hier wieder Wasser fließt. Okay. Braucht Energie und gratis Windstill. Ja gut, das ist immer ein Problem. Könnte man aber auch in Reihe schalten irgendwie mit dem Rad, aber das reicht ja eh nicht. Habt ja so einen hohen Wattbedarf. So, das bauen sie auch, das gefällt mir. Ich habe das Gefühl, es bringt nichts, wenn man alles auf hohe Priorität setzt. Dann hat das nicht so viel Wert. So, die Stapel würde ich natürlich auch gern noch aussortieren. Auch hier ist Lagerfeuer eher in Stadtzentrum Nähe. Wäre natürlich Premium, wie die Kids sagen, wenn man hier den Weg durchführen könnte. Muss man aber ein bisschen was springen. Nahe dem Stadtzentrum. Das kriegt man aber hin. So, baut ihr hier... die Fässer werden auch schon gebaut. Ja, da bin ich aber begeistert. Und auch hier wäre die Frage, ob wir das eventuell irgendwann dammen wollen, sodass es nach was aussieht. Wahrscheinlich hier hinten. Deichen. Und dass wir davor eben das auffüllen mit Erde. Aber Erde auffüllen wird noch eine ganze Menge dauern. Eine Zeit lang dauern. Das wäre nicht die schlechteste Idee, das dahinter aufzumachen. Mir wird's gefallen. So, Forschung im Doppelpack. So muss das sein. Nahrung. Gut, sobald es anläuft und gedammt wird, reicht das auch erstmal. Vor allem, wenn hier noch Biber ausgelagert werden und selber was anbauen, ist das gar kein Problem. Würde ich jetzt einfach mal die Behauptung aufstellen.
So, das Lager will ich natürlich nicht. Weg damit. Aber ganz ohne Lagerplätze geht's auch nicht, ich weiß. Vielleicht hier hinten. Lass man doch erstmal noch einen Baum fritzen drauf los. Ja. Der wird die Bäume schon klein machen, egal wo sie stehen. Da oben, der ist sogar markiert. Und dann können wir die Fahne wieder abreißen. Die Sammelfahne dafür. Gut, die lernen das jetzt eh, wird hier konstant verbraucht zum Glück. Bretter müssen wir natürlich auch umlagern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kriegt man hier zwei Lager hin. Wird natürlich Sinn machen, die Wege nicht so weit zu machen, aber ganz so effizient müssen wir auch nicht spielen. Gott, wenn ich noch einen Distrikt mache, wie nenne ich den denn? Pilz, Breitschwanzhammer, Flauschischwanz. Wieso fällt mir nur das ein? Wir werden darauf zurückkommen, wenn uns ein neuer Distriktname einfallen muss. So, wie läuft's hier? Nicht gut. Dann mach mal hin hier. Muss das Lager... Oh, ihr habt beide gebaut bekommen. Alle Achtung. Es lohnt sich, so viele Arbeiter zu haben. So. Die sind jetzt definitiv trockengelegt. Die werden auch überflutet. Das heißt, die braucht man erst bei der nächsten Dürre wahrscheinlich. Oder eventuell auch nicht, wenn das hier dementsprechend klappt. Nein, trotzdem könnte man mal schauen, dass hier das ungefähr so passt. Keine Ahnung, was wir hier reinmachen. Wie gesagt, da würde ich eigentlich gern die Ecke nochmal anbauen. Kann natürlich sein, dass wir noch einen Kanal reinlegen müssen mit Wasser. Alles zu seiner Zeit. So, irgendwann müssen wir jetzt auch mit Papier anfangen. So. Ja. Oh, jetzt ist hier alles gestorben. Nahrungstechnisch problematisch. Aber zwei Tage kommen wir mit den Ressourcen klar. Und dann hoffentlich die nächste Wachstumsperiode auch noch. Ah, hier wäre auch jetzt alles gestorben. Vielleicht brauchen wir eine zweite Farm. Wäre nicht ganz undenkbar. Oder wir brauchen einfach mehr auf Lager. Und ob das dann hier reicht, wir können es ja theoretisch... Achso, wir können es nicht mal erweitern, weil das... Doch, da oben geht noch. Hab jetzt nicht gesehen, wie weit das geht. Ah! Gerade noch richtig gemacht. Jetzt die Frage, ist da in den Ecken was oder... Nee. Hat nur angetäuscht. Ich weiß aber nicht, ob das grün ist, wenn hier Wasser kommt. Haben wir sowas wie Sprinkleranlagen? Oh oh, und Wasser wird jetzt auch ordentlich knapp. Also die saufen gut was weg. Kann man nicht anders sagen. Deswegen werden die zwei Wasserbottiche hier mehr richtig wertvoll sein. Vor allem, es geht ja noch 4 Tage mehr eigentlich. So eine volle Dürreperiode. Das ist, würden wir knapp verfehlen, das Ziel zu überleben. Mit so vielen Bibern. Also mit 4 Bibern gar kein Problem. Da werden sie fett und können eigentlich konstant Wasser saufen. Das ist kein Problem. Wenn hier 24 Biber irgendwas wollen, sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber gleich beginnt's wieder. Nahrung ist noch nicht auf Null. Das heißt, sie haben tatsächlich auch Zeit, hier wieder anzupflanzen und die Pflanzen erstmal wachsen zu lassen. Was will man mehr? Achso. Man will mehr, dass das hier auch noch abgeholzt wird. Na komm schon. Nichts mehr zu tun? Doch, da ist noch einer. Wird das was? Wird das nichts? Oh, 0,2 Tage bis neues Wasser kommt. Ich freue mich ja so. Jetzt wird's aber auch richtig Zeit. Hätte nicht noch 2 Tage länger gehen können. So, was tun wir da rein? Bücher, Lochkarten, für die Roboter wahrscheinlich. Gegrillte gelbe Teichrose, naja, wem schmeckt? Vielleicht können wir hier Bieren reintun, keine Ahnung. Können ja wieder Büsche pflanzen.
So, du bist endlich arbeitslos, das heißt, die Bäume sind weg. Das heißt, wir können große Stapel machen. Wenn wir da hinten was hinbauen, können wir sogar, je nachdem... Achso, das ist jetzt blöd mit dem, was da hinten wieder nachkommt. Aber lasst uns mal schauen. Wenn wir die zwei hier hinbauen, sollte doch zumindest irgendwas möglich sein. So, einmal Weg. Schauen wir mal, was die hinbekommen. Und Wascher kommt nach. Wir haben noch 70 auf Vorrat. Und auch hier läuft das jetzt. Das heißt, hier braucht man eine ganz niedrige Priorität. Die werden irgendwann später gebaut. Theoretisch hätten wir es auch noch löschen können. So, jetzt würde ich sagen, müssen wir anfangen, Leute zu migrieren. Auch hier niedrige Priorität. Mittlere Priorität vielleicht, aber die sollen ja eh Nahrung erstmal ausgleichen. Und dann braucht man hier auf jeden Fall Wasserspeicher. Ah, die können ja jetzt auch keinen großen machen, oder? Obwohl es wird eigentlich ja transportiert. Wenn wir hier einen hinmachen, passt dahinter noch die Deichmauer. Und Wasser holen können sie von da, okay. Das hätte jetzt höhere Priorität. Ich kann mal sagen, dass wir jetzt migrieren wollen. Wir können hier ein Minimum setzen und sagen, wir wollen mal 4 Stück haben. Ja, haben wir 4 Stück? Nächste Dürre in 3 Tagen. Okay. Das ging schnell. Hab doch noch gar nichts hinbekommen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber. Nein, jetzt sind die natürlich auch im Wasser. Ah, scheiße. Ja. Können wir eine gute Wasserpumpe haben? Eine große Wasserpumpe. Ja. Kostet... Nein, kostet 400. Fahr schneller. Maximale Tiefe 4, das ist gut. Die könnte man eigentlich dann hier hinsetzen. Oh, müsste schon irgendwo... Na, da hinten wäre ja jetzt perfekt gewesen. Wo die Fässer stehen. Egal, wir kriegen das hin. Irgendwie. Das ging jetzt schon ein bisschen arg schnell. Habt ihr Nahrung hier? Nö, ihr habt auch kein Wasser. Wozu auch? Dann sagt man mal denen, die sollen hier Wasserpumpe ganz dringend noch installieren. Hohe Priorität. Und Holz. Ja, gerade das ist im Wasser, ich weiß. Macht natürlich richtig Sinn. So. Auch hohe Priorität. Und wie viel Arbeiter? Arbeitsplätze 6. Da haben wir ein bisschen was. Wasserimport durch Verteilungseinstellung erzwungen. Ja, das sehe ich aber auch so. Und wo wird das denn gelagert? Wir brauchen natürlich auch hier ein bisschen Planken. Also Verteilung für... Oh, Riesen-UI. Mach mal erstmal noch nicht. Die sollen hier... Gut, das wird gebaut. Werden Karotten übertragen. Ja. Das ist gut. Aber wir haben hier auch nichts mehr zu essen. Scheiße. Das heißt, wir brauchen nochmal die Farm. Hilft ja alles nichts. Ja, ich weiß, das sieht jetzt wieder scheiße aus. Ganze Mühe für die Katz. So, aber wir brauchen das Essen. Mit den Bibern kommen wir gerade nicht weiter. Ohne dass die sich den Wanst voll stopfen können. So. Da müssen wir jetzt Strategien entwickeln, damit sie klarkommen. So, ganz hohe Priorität. Gott, das sehe ich auch so. So, und ihr habt kein Wasser. Weil wir hier kein Wasser haben, oder? Doch, wir haben ein bisschen Wasser. Wir haben hier keine Nahrung.
Es ist aber zu 65% gewachsen. Das ist nicht schlecht. Ein paar Biber werden draufgehen. Aber das passiert nun mal in der Kolonie. Komm schon, baut das Teil. Ich hab's zu früh abgerissen. Und die Dürren werden jetzt auch länger sein. Reicht nicht einer, der verwaltet? Nicht durch Pfade verbunden, auch das noch. Und was kostet so ein kleiner Wasserspeicher? Nicht kleiner Stapel, kleines Lagerhaus, kleiner Tank. Hier vielleicht. 15 Rohholz. Ja. Das wird jetzt wieder spannender. 0,3 Tage. Biber werden unglücklich, haben ja auch nichts zu fressen. Na, 85%. Das heißt, morgen, ab morgen haben sie wieder was. Ich glaube, ohne Nahrung kommen zumindest ein paar länger durch als ohne Wasser. Ah, seht euch das an. Wir haben fast nichts. Nix an Wasser. Dürre hat begonnen. Zumindest haben wir den Rückhalt jetzt. Komm schon. Kann nicht wieder so viel Biber verlieren. Aber die Dürre geht nur 15 Tage, okay? Auch nicht schlecht. Solange die Biber jetzt so langsam... Hier wird's fertig. Komm schon, ernten. Ernten, Jungs. Ernten. Habt ihr keine Arbeiter? Ihr habt keine Arbeiter. Ihr habt die ganzen Arbeiter. Bitte hohe Priorität. Ja. Ihr habt kein Fressen. So, ist die Farm auch auf? Wieso ist die auf hoher? Die ist so mittel, würde ich sagen, erstmal. Aber jetzt kommt Essen rein. Jetzt kommt Essen rein. Aber Wasser kommt nicht rein. Haben wir hier Leute, die pumpen? Scheiße. Wo sind die ganzen denn? Arbeitsunfähig ist doch nur einer. So, das wird pausiert, das wird pausiert. Scheiß auf Bretter, scheiß auf Zahnräder. Achso. Windmühle kann auch gern weiterlaufen. Freie Arbeiter 0. Dann einmal Förster stoppen. Zumindest ihn ein. Freie Arbeiter 0. Ach, weil jetzt 4 hier arbeiten und versuchen, die Biber irgendwie am Leben zu halten. Ah, das wird annähernd gebaut. Finde ich gut. So ein kleines Wasserfass wird mir aber reichen. Komm schon, kann ich ein Biber hier mal noch was anbauen, dann könnt ihr selber... Nein! Scheiße, warum? Verhungert! Oh oh. Kommt doch gerade Nahrung rein. Höchste Priorität. Höchste Priorität ernten. Na gut. Je mehr Biber verhungern, umso weniger Nahrung benötigen wir insgesamt. Das ist eine böse Faustregel, aber in der Not frisst der Teufel anscheinend gar nichts. Komm schon. Und auch hier nicht genügend Arbeiter. Oh oh. Hier Arbeiter, nö. Komm schon. So ein Nahrungsproblem wieder zu haben. Gut. Das bringt natürlich nichts. Hier ist ja kaum jemand. Und ihr könnt bauen. Ich würde mal sagen, die schickt man nochmal zurück wieder. Minimum 2. Nö. Ihr kommt wieder alle nach Farnweh. Bevor ihr auch noch drauf geht. Esst mal was. Nix, nix zu essen. So viel Karotten angebaut und nix zu essen. Naja, sobald das hier
die Pumpen sind zumindest jetzt priorisiert. Das ist das A und O erstmal. Weil wenn das versickert, haben wir auch kein Wasser mehr. Schaut euch das an. 65 Wasser für die ganzen Biber. Ja, passiert, wenn man überbevölkert ist und noch nicht alle ernähren kann. Ja, ja, es fehlen Materialien, es fehlt Nahrung, es fehlt alles. Kann ich der Farm nicht sagen, sie soll jetzt 100 Arbeiter beschäftigen? Komm schon, Nahrung kommt doch nach. Können nicht alle verhungern. Guckt euch links an, wie viel verhungert sind. Und einer wurde geboren. Fresst ihr dann so wenig, dass ihr trotzdem verhungert? Komm schon, irgendwer wird es überleben müssen. Irgendwer muss die Kolonie aufbauen. Ja, das bringt keine Arbeiter im Moment. Jetzt haben wir wieder zwei Arbeiter. Das ist doch gut. Ja, die waren hier am Ausgleich beschäftigt. Ja, dich brauchen wir gerade auch nicht, du Förster. So, jetzt haben wir wieder drei Arbeiter. Und theoretisch haben wir hier genügend Essen auf den Feldern und auch da kommt Essen nach. Ja, so langsam fühlt sich das. 10 Tage Dürre, wir haben 92 Wasser. Oh. Gut, wir haben auch jetzt ein paar Biber weniger, also. Wo willst du jetzt hin? Friss doch erstmal was. Achso, du bist der eine arme Arbeiter, der da was tun muss. Guck mal, 60 Karotten im Lager. Mach mit der Information, was du willst. Boah, dass wir nochmal so in eine Nahrungskrise laufen, hätte ich auch nicht gedacht. Und wenn wir nicht aufpassen, laufen wir auch noch in eine Wasserkrise auf den letzten Metern. Punkt, was das Zeug hält, Jungs. So lang ist der Wasserspiegel nicht mehr da. Gut, wir haben hier noch zur Not Wasserpumpen. Hier müssen wir gleich mal eine nachmachen. Weil die springen dann nochmal ein. Die halten doppelt so lang wie die. Beziehungsweise genauso lang. Weil jetzt im überfluteten Zustand sind sie ja nicht einsatzbereit. Denke ich mal. Nö. Will niemand im Wasser arbeiten. Schade eigentlich. So, da hinten sehen wir schon, das reicht nicht, wenn wir das anbauen. Deswegen würde ich sagen, reiß mal die Ressourcen hier wieder ab. Da wieder ab. Da wieder ab. Dann wird annähernd ein Schuh draus. Da müssen sie zumindest nicht anpflanzen. Wenn es ja eh nichts bringt. So, wir haben 5 Arbeitskräfte, die mehr oder weniger willig sind. Würde ich sagen, Forschung, hau mal wieder an. Weil nur rumstehen müssen sie auch nicht. Wasser füllt sich, Nahrung füllt sich. Also ich glaube, wir sind gerade nochmal davon gekommen. War aber ein bisschen stolperhaft, hier Breitschwanz zum Laufen zu bringen. Das müssen wir nochmal gescheiter machen. Wenn nicht gerade für alle Biber die Nahrung ausgeht. So, das pausieren wir auch, bis das Wasser abgeebbt ist. War aber richtig sinnvoll, das hier noch zu dammen. Deichen. Nee, das ist gedammt. Okay. Ich kenne den Unterschied so oft doch nicht. So, Wasser füllt sich. Das ist wunderbar. Noch 8 Tage Dürre. Ansonsten, wo können wir denn eine Farm noch hinbauen? Ich schätze mal hier, das hält auch ewig. Ja, das wäre die Überlegung. Wer glaubt, eine sinnvolle Überlegung? Dann sag ich mal, keine Sammlerfarne, sondern nochmal so ein Farmhaus. Und dann können die theoretisch hier alles vollpflanzen. Dann können wir wirklich mal an unserem Ortskern ein bisschen feilen. Und mit den zwei Farmen sollte man dann auch gut zurechtkommen. Weiß nicht, wie lange geht das. Schon bis da hinten.
weiß halt nicht, wie lange das hält. Ein bisschen. Wahrscheinlich ein bisschen. Gut. So. Nee, noch eins weiter. Eins weiter geht noch. Na also. Dann ist die Fläche zumindest auch schon mal mehr oder weniger sinnvoll genutzt. Hier können wir natürlich jetzt auch sagen, abreißen, aber was davon? Am besten den Mittelteil. So. Und dann soll er noch ein paar Eichen raushauen. Wenn er denn wieder eingesetzt wird. Ist doch ganz schön. So, Arbeiter haben wir gerade nicht. Dann weisen wir ihn entsprechend auch nicht ein. Zu. Ihr müsst auch wieder anpflanzen, Jungs. Dann wächst es eher. Also anpflanzen, priorisieren scheint mir sinnvoller zu sein, weil sonst ernten die ja nur. Und ansonsten könnten sie erstmal anpflanzen. Während sie dann ernten, wächst das ganze Zeug, was gerade gepflanzt wurde noch. Ja, ich würde sagen, das lass mal immer auf der Stufe anpflanzen zuerst, es sei denn, das Feld ist komplett voll und muss abgemäht werden. So, die drei haben natürlich kein Wasser mehr. Das ist schade. Dafür kommen die drei zum Tragen. Auch hier sind die Wege irre lang gerade. Das hätte man ein bisschen anders machen müssen. 0% Wasser. Vielleicht, weil sie da den Pumpenfortschritt aufgehört haben. Wir hätten theoretisch hier direkt eine Treppe rüber machen müssen, hätte man die aber hier platzieren sollen. Naja. Wie oft habe ich gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Meiner Meinung nach schon viel zu oft. So, irgendwer krank? Nö. Leerstand 9, ja, das ist in Ordnung. Da steht viel leer. Aber mit den Möhren geht es doch bergauf wieder. Hui, sind nur ein paar verhungert. Also ein bisschen Schwund ist hier immer, ne? So, Forschung, was haben wir denn? Aquatisches, nee, dafür brauchen wir erstmal mehr Aqua. Bäckerei, Bienenstock, nö. Papierfabrik, Druckerpresse, Zapferhütte, Holzwerkstatt. Wie sieht's denn mit Dynamit aus? Hier hat man eine große Windmühle. Oh, die ist teuer. Schwerkraftbatterie, auch teuer. Wohnen, Mini-Hütte. Doppelhütte können sich natürlich auch lohnen. Geh mal her damit. Und Mini-Hütte kostet 50, auch her damit. Dann haben wir hier schon mal alles freigeschalten, was geht. Dann haben wir 300 noch. Dynamit würde ich gern mal als nächstes machen. Braucht man 600 Forschungspunkte für. Das kriegt man irgendwie hin. Achso, die Farm hier hat natürlich schon angefangen. Und jetzt trocknet das entsprechend aus. Ist klar. Deswegen haben wir gerade so wenig Arbeitskräfte. Ich würde sagen, da reichen zwei. Da müssen es gerade drei sein. Das Lager muss ja erstmal wieder voll werden. Vor allem vor der nächsten Katastrophe. Aber Katastrophe dahingestellt. Ich denke, wir können hier wieder die Ressourcen abreißen. Dann können wir zumindest den Teil schon mal planen. Das bisschen Unkraut, Karottengestrüpp bleibt aber noch. So, Wasser wird weniger. Normalerweise gibt es das Sprichwort, weniger ist mehr. Ich würde sagen, das trifft in diesem Fall definitiv nicht zu. Was kann man alles im großen Lagerhaus lagern? Kein Holz. Okay, da braucht man dann den unterirdischen Stapel. Mach mal aber vielleicht einen großen Stapel. Ideal wäre natürlich hier ein zweiter großer Stapel, aber will halt gerade nicht. Ja, vielleicht, wenn wir den richtig hinsetzen. Ja, fast. Hier fehlen dann auch nur zwei.
zwei Brückenelemente. Nennen wir sie mal so. Dann können wir da auch noch Stapel hinmachen. Dann ist die Fläche zumindest irgendwie genutzt. Auch wenn die Wege dann argumentativ gesehen ein bisschen weit sind. Ah, das kann uns irgendwie egal sein. So, das Wasserding hat natürlich gerade keine Funktion. Das da auch nicht. Hier ist generell das Problem, wenn zu wenig Wasser nachkommt. Beziehungsweise hier ist halt nicht mehr viel zu holen. Die Farm wäre theoretisch auch jetzt noch einsetzbar. Gut, sind auch nur 10 Tage Dürre jetzt gewesen. 30 Tage hält das auf keinen Fall da. Müssen die anderen Farmen das eben ausgleichen. Auch hier. Schade, dass es jetzt vertrocknet. Und das nach 8 Tagen. Das heißt, wenn es 30 Tage gibt, wird die Farm definitiv nicht reichen. Das sollte mir auch zu denken geben. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal den See volllaufen lassen. Dann können wir hier hinten auch noch sinnvolle Sachen machen. Jetzt ist es ja nicht so das große Problem mehr. Ich kann ja einfach sagen, die werden abgerissen. Ja. Auf jeder Seite noch 2. Dann haben wir hier schöne Dammelemente. Schleusen meine ich natürlich. Dann können wir selber entscheiden, ob wir hier die wollen oder nicht. Und Schleuse auf Stufe 1 wird da locker reichen. So. Wasser und Karotten sieht echt gut aus. Nachdem das beides sehr kritisch war. Und nur noch 2 Tage Dürre. Ah, das sieht... Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Hier haben wir dann mal Holz. Nochmal Holz. Und hier haben wir... Sagen wir mal... Bretter oder Altmetall? Ne, normale Bretter. Und dann können wir natürlich jetzt noch ein Lager bauen. Dann kann das hier eventuell weg, obwohl das natürlich sinnvoll wäre für die, aber ein bisschen Laufwege schaden ja nicht. Naja, das will ich gerne abbauen. So, wir hätten theoretisch Platz für 4 Leute zum Arbeiten. Hier würde ich sagen, das hat eine leicht hohe Priorität. Der darf wieder Bäume pflanzen. Der darf wieder Bäume fällen. Und die sind noch gut dabei, hier auch Karotten zu ernten. Ah, okay. Erste Schleuse haben sie schon gebaut. Oh, finde ich sympathisch. So, hier, die können wir auch noch abreißen. Ah, da kommt hier keiner hin. Kommt ja kein Schwein hin, dann ist egal. Abreißen, abbrechen. Dachte, es wären jetzt 2 Blöcke mehr, die mit Wasser gefüllt werden können. Ich glaube, das spielt keine große Rolle. Yay, automatisch gespeichert hat es auch. Ihr reißt das jetzt ab. Das finde ich auch ziemlich gut. Dann braucht man auch die größeren Häuser. Wie sehen denn die mittleren aus? So eine Doppelhütte, auch schon groß. Dann können wir aber direkt die ganz großen machen. Je nachdem. Lass mal schauen. Muss das erst abgerissen werden? Und hier kommt ja das Lagerfeuer hin. Das kann ich nicht einfach versetzen. Yay, Dürre beendet. Wieso will ich das? So, dann machen wir hier doch das Lagerfeuer hin. Und später wird es halt hier auch ein ordentliches Viereck drum gezogen, wenn wir Dynamit haben, was wir demnächst erforschen können. So, Wassermarsch. Wassermarsch? Oh, ich würde sagen, das dauert noch einen kleinen Moment. Gab ja lang kein Faulwasser mehr. Bin ich gar nicht so... finde ich gar nicht so schlecht. So, Wasser steigt. Ja, so stelle ich mir das vor. So, dann sind die gleich wieder arbeitslos. Beziehungsweise überflutet. Dann müssen wir die unbedingt anwerfen.
Und die haben leicht höhere Priorität. Das sehe ich ein. Das sind mitunter... Okay, hier kann man die hohe Priorität lassen, weil... Wenn die freigelegt sind, dann müssen die auch pumpen. So. Dann mal hier mit dem steigenden Wasser. So, jetzt sieht's gut aus. Abschalten, abschalten, abschalten. So. Achso, zuschalten, zuschalten, zuschalten. Also mit den Krankenbetten müssen wir auch mal machen. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.